Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich mal eine neue Serie von Videos starten, denn mich haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen erreicht zum Thema Selbstständigkeit, Vermarktung als Fotograf. Wie mache ich das eigentlich? Womit verdiene ich eigentlich mein Geld so wirklich? Und ich hatte mir so überlegt, vielleicht kann man diese Fragen alle mal so ein bisschen zusammenfassen und daraus eine kleine Videoserie machen. Und das Ganze so unter dem Thema Business der Fotografie. Ja, also ich will mich jetzt um Gottes Willen nicht als Business-Speaker hier darstellen, um Gottes Willen. Aber ich dachte mir so, dass man einfach ein paar Fragen davon mal nehmen kann und die vielleicht in eine Art Video oder Video-Tutorial auch packen kann, um sie damit für alle zu beantworten. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, ganz viele verschiedene Fragen, die mir gestellt worden sind. Unter anderem, wie macht man sich eigentlich selbstständig? Worauf muss ich achten? Wie mache ich das mit der Buchhaltung? Wie vermarkte ich mich als Fotograf? Wie verdiene ich persönlich mein Geld? Und lauter solche Fragen. Und wenn ihr mir solche Fragen stellen wollt, wenn ihr selber solche Fragen noch habt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf Instagram. Einfach mal meinen Namen, Stefan Schäfer 90, bei Instagram eingeben. Dann könnt ihr mir eine Nachricht dort schicken und da auch eure Frage stellen. Und dann werde ich dazu dann vielleicht auch ein Video machen. Das erste Thema, womit ich anfangen möchte, ist, habe ich auch schon erwähnt, Buchhaltung. Ist wahrscheinlich für viele ein sehr trockenes Thema. Für mich persönlich auch. Ich habe zwar früher BWL studiert, hatte da auch entsprechend ein paar Semester Buchhaltung, aber glaubt mir, es ist für mich auch kein schönes Thema. Ich habe dafür eigentlich einen Steuerberater und jetzt kam aber witzigerweise letztens vor ein paar Wochen mein Kameramann zu mir und hat mir mal erzählt, dass er jetzt eine neue Software benutzt. Und diese Software ist für Buchhaltungszwecke gedacht, dass man da theoretisch selber auch seine Buchhaltung mitmachen kann und das Ganze sehr, sehr einfach sein soll. Und diese Software nennt sich Safdesk. Und dann hat er mir die mal so ein bisschen gezeigt. Ich habe mir die dann auch mal selber so ein bisschen angeguckt. Und witzigerweise schreibe ich wirklich 2 Wochen später, schreibt mich diese Firma genau an, hey, hättest du nicht Lust, mal ein Video darüber zu machen? Und dann habe ich so gesagt, naja, okay, ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und inzwischen nutze ich Safdesk selber als Anwendung, um meine Buchhaltung damit zu machen. Ich persönlich habe ja schon gesagt, ich habe einen Steuerberater. Man kann aber seinen Steuerberater in diese Software mit einladen. Und das Tolle ist dann, dass der Steuerberater dadurch ein bisschen Arbeitserleichterung hat, weil man seine ganzen Belege halt nicht mehr als Zettel irgendwo abgeben muss, sondern man kann die direkt hochladen. Man kann alle seine Belege, seine Rechnung und so weiter digitalisieren, beziehungsweise man kann seine Rechnung auch direkt in dem Programm schreiben. Sie sind dann auch nur noch digital vorhanden. Und das ist eine mega Arbeitserleichterung, vor allem auch mit dem Hinblick darauf, dass mein Steuerberater jetzt sowieso auch gesagt hat, er würde gerne alles digital in Zukunft machen. Das heißt, da werden auch dann von der Bank aus dem Online-Banking heraus die Kontoauszüge gezogen und das ist dann quasi auch digital. Das heißt, wir haben jetzt keinen, wie man es so vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder Erzählungen kennt, Schuhkarton, wo man einfach alle seine Rechnungen reinpackt und die dann irgendwie beim Steuerberater abgibt. Das habe ich sowieso nie gemacht. Ich habe es früher immer so gemacht, dass ich meine Kontoauszüge halt per Post mir zuschicken lassen habe. Und dann auch wirklich in der chronologischen Reihenfolge, wie auch die Kontoabgänge und Zugänge drauf waren, habe ich dahinter meine Belege und Rechnung geheftet und habe das dann so an den Steuerberater geschickt. Der hat das dann dort bei sich im Büro dann halt entsprechend gebucht. Da gibt es ja verschiedene Buchungskonten, mit denen man arbeiten muss, kann, wie auch immer. Und ich hatte damit dann eigentlich nicht mehr viel zu tun. Jetzt ist es aber so, dass erstens mein Steuerberater gesagt hat, er würde das Ganze gerne digitalisieren. Das war Schritt 1. Schritt 2 war, dass ich diese Software präsentiert bekommen habe und Schritt 3 ist jetzt eigentlich, dass diese Software mit dem Steuerberater auch zusammenarbeiten kann. Und der 4. Vorteil, den ich da drin noch sehe, ich habe in Echtzeit eine Kontrolle darüber, wie viel Steuern ich zum Beispiel zurücklegen muss für das Finanzamt. Man kennt es ja vielleicht, wenn ihr schon selbstständig seid. Man muss am Jahresende natürlich seine Steuererklärung und so weiter machen und da kann es dann schon mal vorkommen, dass man dann so einen kleinen Schock bekommt, weil man doch noch eine ganze Menge Steuern nachzahlen muss. Grundsätzlich sage ich ja immer, wenn man Steuern nachzahlen muss, hat man gut verdient, also von daher sollte man sich nicht darüber ärgern, sondern eher darüber freuen, aber natürlich ist es trotzdem extrem blöd, wenn man nicht damit geplant hat und wenn man das Geld, was man verdient hat, ja eventuell schon ausgegeben hat und dann kommen viele
viele Selbstständige kommen dann in die Bredouille und sagen dann, oh, wo soll ich jetzt diese ganze Kohle herbekommen, was das Finanzamt jetzt noch von mir haben möchte. Und da sehe ich dann halt auch so einen großen Vorteil in so einer Software, dass man wirklich quasi in Echtzeit sehen kann, wie viele Steuern man zumindest ungefähr zahlen muss. Denn es kann natürlich immer noch vorkommen, man bucht irgendwas falsch oder der Steuerberater guckt nochmal drüber und ändert da nochmal ein bisschen was. Aber wenigstens mal so einen Anhaltspunkt zu haben, das finde ich schon persönlich sehr, sehr gut. Und deswegen nutze ich jetzt seit einigen Wochen diese Software und bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich möchte dir in diesem Video diese Software ein bisschen genauer vorstellen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, machen wir einfach mal einen kleinen neuen Account für diese Software. Weil ich will natürlich nicht alle meine Zahlen hier so offen im Internet präsentieren. Aber lass uns einfach mal reinschauen in die Software. Ich zeige dir mal, wie das Ganze aussieht. Mir ist bewusst, dass es natürlich auch andere Anbieter gibt. Also es gibt jetzt hier nicht nur Safdesk, sondern auch ganz viele andere Anbieter, sowohl cloud-basierte Lösungen als auch Desktop-basierte Lösungen. Und da kannst du natürlich dir aussuchen, welche du möchtest. Das Grundprinzip ist eigentlich überall dasselbe. Und von daher geht es mir jetzt vielmehr darum, ich möchte dir mal kurz zeigen, wie das Ganze so einigermaßen funktioniert. Und ich hoffe, dass dir dieses Video dabei ein bisschen weiterhilft. Wir befinden uns jetzt im Dashboard von Safdesk und hier hat man schon mal einen sehr guten Überblick über seinen Gewinn und seinen Verlust, über offene Forderungen und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier ein neuer Account, den ich angelegt habe, weil ich dir jetzt hier natürlich auch mal so ein bisschen die Einrichtung des Ganzen zeigen möchte. Und wir fangen einfach mal damit an, wenn wir hier uns einen neuen Account anlegen, dann gehen wir als erstes mal in die Einstellungen und werden hier unsere Unternehmenseinstellungen eintragen. Das heißt, hier kann man seinen Firmennamen eintragen, den Geschäftsführer bzw. den Inhaber, die Adresse dazu, in welcher Branche man überhaupt tätig ist und seine Steuernummer und so weiter. Das ist auch ganz wichtig, weil das erscheint dann später auf den Rechnungen, die Safdesk hier automatisch dann für uns erstellen wird und die wir dann auch aus dem Programm selber verschicken können. Wenn du das getan hast, dann kann man als nächstes hier mal in die Kontakte reingehen und hier kann man sich tatsächlich auch alle Kontakte abspeichern, Kunden oder auch Lieferanten, Partner oder Interessenten. Ich habe jetzt hier mal eine Musterfirma angegeben, die unser Kunde sein wird jetzt in diesem Beispiel. Die kann ich natürlich auch immer noch bearbeiten. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Bearbeiten gehe, kann ich jetzt hier auch weitere Angaben noch machen, wie zum Beispiel die Adresse. Ich kann aber auch einzelne Ansprechpartner einstellen. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Firma gerade drin, aber wenn ich jetzt hier nochmal auf Kontakte klicke, dann kann ich auch einen neuen Kontakt erstellen und jetzt hier eine Person erstellen. Wie zum Beispiel Max Mustermann. Diesem Max Mustermann kann ich jetzt auch wieder unsere Musterfirma als Organisation hinzufügen. Das heißt, ich kann zum einen hier Firmen erstellen als Kontakte, ich kann aber auch normale Personen als Kontakte erstellen, die ich dann einer Firma wiederum zuordnen kann. Denn natürlich hat man manchmal mehrere Ansprechpartner in einer Firma und so kann man das ganz einfach abspeichern. So, jetzt habe ich hier also einen zweiten Kontakt erstellt. Jetzt bin ich hier gerade in dem Max Mustermann drin und jetzt siehst du hier auch, ich habe jetzt hier einen Kontakt Max Mustermann in der Musterfirma und ich habe einmal die Musterfirma selber. Und mit diesen Kontakten kann ich jetzt weiter in Safdesk arbeiten. Dann geht es los, nämlich, wenn ich jetzt hier einmal auf das Plus-Symbol klicke, ich kann dieser Firma jetzt ein neues Angebot erstellen. Und dazu gehe ich jetzt hier einfach einmal rein und dann wird hier auch sofort automatisch alles übernommen. Ich habe jetzt hier als Kunde die Musterfirma drin mit der entsprechenden Anschrift, die hier auch drin ist. Die Angebotsnummer wird hier automatisch erstellt. Da kann ich auch jederzeit in den Einstellungen andere Anfangsziffern hier einstellen. Wenn du jetzt also schon vorher mit Angebotsnummern gearbeitet hast, dann kannst du hier nahtlos natürlich dann auch anknüpfen an das Ganze. Das Datum wird hier automatisch ausgefüllt. Dann habe ich hier einen Kopftext. Und dann kann ich jetzt hier meine entsprechenden Positionen bzw. Dienstleistungen eintragen. Und ich habe jetzt hier mal als Produkt zum Beispiel einen Workshop schon mal eingespeichert. Und dieser Workshop hat die Artikelnummer 1000. Und der hat einen Einzelpreis, einen Einzelnettopreis von 500 Euro. Dazu kommen 19% Umsatzsteuer mit dazu. Und deswegen hat der Gesamtbetrag am Ende, der wird dann hier unten eingeblendet, mit der Umsatzsteuer 95 Euro nochmal 595 Euro, also als Gesamtpreis. Und hier habe ich als Ein-Tages-Workshop das Ganze unten nochmal als Beschreibung angegeben.
Ich kann hier auch jederzeit Rabatte nochmal geben. Ich kann genauso gut auch hier weitere Artikel auswählen, weitere Positionen hinzufügen. Ich kann hier meinen Fußtext noch bearbeiten und ich kann auch unter weiteren Optionen hier zum Beispiel auch noch die Währung einstellen. Ich kann Rabatte oder Aufschläge hinzufügen und ich kann auch Skonto und so weiter einfügen. Also all das ist hier möglich. Ich habe also wirklich alles, was ich brauche, um ein Angebot oder später dann auch eine Rechnung zu erstellen. Und wenn ich jetzt hier damit fertig bin, dann kann ich ganz einfach sagen, ich möchte das Ganze erstmal in der Vorschau mir anschauen. Dann wird hier eine Vorschau erstellt, hier auch schon mit dem entsprechenden Firmenlogo drin. Und so sieht dieses Angebot dann aus. Und dieses Angebot kann ich jetzt ganz einfach auch verschicken, indem ich jetzt hier einmal auf Versenden, Drucken oder Herunterladen klicke. Und jetzt habe ich hier wieder mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich das einen externen Dienstleister schicken, der das Ganze ausdruckt und in einen Briefumschlag packt, mit entsprechend frankiert und dann auch wirklich verschickt. Ich kann das Ganze als E-Mail versenden, ich kann das Ganze selber ausdrucken oder mir auch die Datei herunterladen. Und jetzt kann ich das Ganze einfach mal als E-Mail versenden. Das verschicke ich jetzt einfach mal an mich selber. Da kann ich jetzt hier auch noch einen E-Mail-Text einstellen, den Betreff sage ich jetzt einfach mal Angebot. Jetzt kann ich hier noch einen E-Mail-Text einstellen, eine Signatur anfügen und hier unten ist jetzt die PDF-Datei, dieses Angebot, was ich gerade eben erstellt habe. So, dann verschicke ich diese E-Mail einmal und das Angebot wurde entsprechend per E-Mail versendet jetzt. Und jetzt geht's weiter, denn wenn diese Firma dann sagt, ja, ich möchte diesen Auftrag an uns vergeben, dann kann ich hier sagen, Auftrag erhalten oder im schlimmsten Fall auch Auftrag abgelehnt. Und ich könnte dann auch eine Auftragsbestätigung erzeugen. Als erstes sage ich jetzt hier mal Auftrag erhalten. Und jetzt kann ich daraus dann auch, wenn ich dann tatsächlich diesen Auftrag ausgeführt habe, direkt eine Rechnung erzeugen. Jetzt kann ich hier nochmal auswählen, möchte ich eine Rechnung über den vollen Betrag machen oder nur eine Teilrechnung. In den meisten Fällen stelle ich eigentlich immer eine Rechnung über den vollen Betrag. Es ist relativ selten, dass ich Teilrechnung erstelle. Deswegen einmal jetzt hier auf Erzeugen. Das Ganze wird jetzt hier wieder als Rechnung nochmal erstellt mit den entsprechenden Positionen hier. Also der Workshop, den ich gegeben habe für 500 Euro, der wird jetzt hier erstellt. Auch hier Lieferdatum bzw. Leistungszeitraum wird jetzt hiermit angegeben. Ich habe also den Auftrag am gleichen Tag ausgeführt, wo ich auch tatsächlich das Angebot geschrieben habe. Ich kann jetzt hier noch ein Zahlungsziel eingeben, wie jetzt zum Beispiel mal 10 Tage. Dann wird hier automatisch auch das Datum eingetragen. Also heute ist der 4. Dezember und in 10 Tagen entsprechend dann der 14. Dezember. Die Rechnungsnummer hier, auch das kann man alles in den Einstellungen dann übrigens noch einstellen, wo diese Rechnungsnummern anfangen. Wichtig ist nur, dass man eine fortlaufende Rechnungsnummer immer wieder in seinen Rechnungen drin hat. So, hier unten habe ich wieder den Fußtext. Wenn mir das alles soweit gefällt, dann kann ich auch hier wieder sagen, ich möchte das Ganze als E-Mail versenden. Und dann wird hier auch nochmal gesagt, die Rechnung wird nach dem Versand festgeschrieben. Die Ausgangsrechnungen dürfen denn nämlich nach dem Versand an Kunden nicht mehr veränderbar sein. Und das habe ich aber verstanden und sage jetzt hier einfach einmal okay. Klicke jetzt hier wieder meinen Empfänger an, meine eigene E-Mail-Adresse und sage dann E-Mail versenden. So, und jetzt habe ich hier die Rechnung geschrieben. Und wenn ich jetzt hier einmal in den Ordner Rechnung reingehe, dann siehst du hier auch, dass diese Rechnung jetzt hier an die Musterfirma entsprechend drin ist. Das Ganze ist noch offen, das heißt, wir haben das Geld noch nicht bekommen. Und bevor ich das überhaupt hier festschreiben kann, dass ich das ganze Geld bekommen habe, müsste ich jetzt als nächstes mal hier in die Einstellung reingehen und dann in die Buchhaltung. Denn in dieser Buchhaltung kann ich mir jetzt hier Zahlungskonten einrichten. Jetzt habe ich hier erstmal ein Standardkonto drin. Ich kann hier aber auch weitere Zahlungskonten anlegen. Und hier kann ich verschiedene Bankkonten verknüpfen, wie zum Beispiel ein PayPal-Konto. Ich kann aber auch mein normales Bankkonto hier verknüpfen. Und das ist einer der wenigen Nachteile, die ich im Moment noch an dieser Software sehe, dass nämlich die normale Verknüpfung mit normalen Bankkonten im Moment noch nicht wirklich so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Da arbeiten sie im Moment relativ stark dran, wurde mir gesagt. Aber im Moment ist es so, dass diese Bankkonten nicht so verknüpft werden können, dass ein automatischer Import der Zahlungsdaten erfolgt. Das bedeutet, aktuell ist es so, dass man sich eine CSV-Datei quasi aus seinem Online-Banking herunterladen muss
und das dann hier entsprechend wieder hochladen muss. Es soll aber irgendwann so sein, dass man sein Bankkonto so verknüpfen kann, dass man tatsächlich einfach nur noch auf einen Button Import klicken muss und dann wird entsprechend aus den Bankdaten direkt das Ganze übertragen. Das heißt, dann wird das wirklich alles komplett automatisch gemacht. Aktuell ist es aber so, dass bei mir zumindest nur mein PayPal-Konto funktioniert. Also hier kann ich tatsächlich direkt auf Import klicken und dann werden die Zahlungsdaten direkt übernommen. Ansonsten meine normale Hausbank, da muss ich aktuell eine CSV-Datei herunterladen und dann hier wieder hochladen. Ich werde mir jetzt einfach hier an dieser Stelle mein Offline-Konto erstellen. Da gebe ich jetzt einfach mal an Testbank und sage jetzt hier, ich möchte einen CSV-Import erstellen und das Ganze muss ich jetzt hier nicht wirklich angeben, geht also direkt so. Ich werde jetzt hier einfach mal Bankkonto anlegen machen und jetzt kann ich hier oben sagen, ich möchte Transaktion importieren und das ist jetzt eine beliebige CSV-Datei. Hier kann ich jetzt mal eine Datei auswählen. Dazu gehe ich jetzt hier einfach mal rein. Ich habe mir jetzt hier mal so eine CSV-Datei erstellt. Da habe ich jetzt einfach mal zwei Buchungen so als Beispiel mal mit reingenommen. Kann jetzt hier das Ganze noch auswählen. Ich muss hier also das Ganze noch mal ein bisschen umstellen. Der Buchungstag ist das Buchungsdatum, das stimmt. Und der Betrag muss hier entsprechend auch auf Betrag umgestellt werden. Ansonsten hier Verwendungszweck. Da werde ich jetzt hier auch noch mal auf Buchungsdetails umstellen. Und der Name ist dann hier entsprechend der Auftraggeber. Jetzt kann ich hier einfach einmal auf Importieren klicken und dann wird das Ganze hier entsprechend eingestellt. So, und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, ich habe von Poster Lounge also eine Gutschrift bekommen. Ja, hier habe ich also ein paar Sachen verkauft, ein paar Bilder verkauft und das könnte ich jetzt hier entsprechend zuordnen. Und genauso habe ich jetzt hier eine Rechnung von Facebook bekommen, so eine kleine Teilrechnung, wo ich bei Facebook mal Werbung geschaltet habe von 2 Euro. Und entsprechend kann ich jetzt hier Belege hochladen. Und jetzt kann ich hier dann entweder hier direkt mir Belege reinziehen oder aber ich kann auch Belege scannen. Und zwar gibt es dafür nochmal eine extra App. Und da kann ich dann, wenn ich zum Beispiel Rechnungen in Papierform bekommen habe, kann ich die ganz einfach mit der App einscannen und dann entsprechend wird das hier auch hochgeladen. Ansonsten, wie gesagt, geht das auch vom Computer aus. Hier zum Beispiel habe ich jetzt mal den Facebook-Beleg, den ich jetzt hier mal hochlade. Und dann wirst du auch direkt sehen, das Ganze wird jetzt hier als Entwurf abgespeichert. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann siehst du auch, dass automatisch der Kunde Facebook Irland hier erkannt wird. Die Belegnummer wird automatisch erkannt. Das Ganze ist keine Einnahme, sondern eine Ausgabe. Das muss ich hier natürlich noch umstellen. Belegdatum 1.12. stimmt auch hier. Rechnungsdatum 1.12. Und jetzt kann ich hier noch sagen, welche Kategorie das Ganze ist. Das ist ganz wichtig, dass ich jetzt das Ganze jetzt hier richtig verbuche. Hier zum Beispiel unter Werbung, Marketing und Werbekosten. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich bin kein Steuerberater, also an der Stelle jetzt hier keine Rechtsgarantie, aber ich verbuche das Ganze jetzt mal unter Marketing und Werbekosten. Ich gebe das Ganze dann am Ende auch meinem Steuerberater weiter, der guckt da nochmal drüber und verbessert dann auch noch Dinge, wenn ich das Ganze mal falsch buchen sollte. Das ist also auch im Nachhinein noch möglich, aber ich nehme meinem Steuerberater dadurch ein bisschen Arbeit ab und gleichzeitig habe ich aber auch natürlich die Möglichkeit, das Ganze ohne Steuerberater wirklich komplett selber zu machen und das Ganze ans Finanzamt dann am Ende zu schicken. Aber jetzt hier an dieser Stelle, der Betrag 2 Euro wurde auch entsprechend erkannt. Hier gibt es jetzt keine Mehrwertsteuer. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal die Mehrwertsteuer komplett rausnehmen. Also das Ganze ist hier netto gleich brutto. Und jetzt kann ich das Ganze hier direkt fertigstellen. So, und jetzt habe ich hier also diesen Beleg bearbeitet von Facebook. Jetzt gehe ich nochmal auf alle Belege hier. Und wenn ich jetzt hier auf Zahlung gehe, dann kann ich jetzt hier sagen, mein Einkauf bei Facebook, klicke ich einmal hier drauf und kann jetzt entsprechend diesen Beleg hier von Facebook über diese 2 Euro direkt zuordnen. Den muss ich jetzt also hier nur noch einmal zuordnen und dann steht hier auch, dass das Ganze gebucht ist. Und das ist im Endeffekt alles, worum es in der Buchhaltung geht. Also man hat immer einen Beleg und eine Transaktion quasi, die man entsprechend zuordnen muss. Genauso haben wir jetzt hier von Poster Lounge, wie gesagt, noch diese Gutschrift. Ja, die kann ich jetzt hier auch mal wieder direkt hochladen. Dann wird das Ganze wieder hochgeladen. Es wird wieder automatisch hoffentlich von Cevdesk hier auch erkannt. Das ist jetzt hier erstmal wieder der Entwurf. Und auch hier wird wieder direkt erkannt. Das Ganze ist eine Ausgabe wieder. Der Lieferant ist Poster Lounge. Die Belegnummer wird automatisch erkannt. Der Betrag wird automatisch erkannt. Und hier wird auch automatisch erkannt, dass die Mehrwertsteuer hier 0% ist, wird entsprechend übertragen. Und ich muss hier wieder nur die Kategorie auswählen.
Hier ist es jetzt tatsächlich keine Ausgabe, sondern eine Einnahme. Also das muss ich nochmal umkehren. Das war schon am Anfang richtig. Und diesmal ist es hier unter Einnahmen, Umsätze, Einnahmen bzw. Erlöse. Und dann kann ich das Ganze entsprechend auch wieder hier fertigstellen. Und der Beleg ist entsprechend hier verarbeitet. Der ist jetzt noch offen. Auch den müssen wir jetzt wieder buchen. Dazu gehe ich jetzt wieder auf Zahlung und sage jetzt hier, diese Post-Salonge-Transaktion mit 63,84. Dazu haben wir jetzt hier den entsprechenden Beleg. Auch hier buche ich das Ganze wieder. Und so haben wir jetzt hier sowohl einmal hier das, was ich eingenommen habe, als auch das, was ich ausgegeben habe, richtig gebucht. Und wenn ich jetzt wieder auf mein Dashboard gehe, dann siehst du jetzt hier in dem Dashboard, dass wir hier unter Ertrag und Aufwand erstmal jetzt hier unsere Umsätze haben. Ja, also die 500 Euro netto, das ist die Rechnung, die wir vorhin erstellt haben. Bezahlt sind schon 64 Euro. Das ist das, was wir jetzt von Post-Salonge im Endeffekt bekommen haben. Und auf der anderen Seite jetzt hier haben wir Ausgaben von 2 Euro für Facebook, die aber auch schon bezahlt sind. So, und jetzt können wir hier tatsächlich dann, wenn ich jetzt hier mal auf Auswertung gehe, hier schon mal anzeigen lassen, dass wir hier einen Gewinn von 61,84 Euro haben. Ja, also wir haben jetzt hier unseren Umsatz von 63,84, den wir von Post-Salonge haben, und wir haben indirekte Kosten, die Marketing- und Werbekosten genau betreffen, von 2 Euro. Bedeutet, wir haben Betriebsausgaben von 2 Euro, Betriebseinnahmen von 63,84, was insgesamt einen Gewinn von 61,84 Euro erstellt. Das ist jetzt hier also eine Einnahmenüberschussrechnung. Und hier kann man dann wirklich schon sehr, sehr einfach feststellen, wie man finanziell aktuell dasteht. Und das Ganze kann man dann natürlich auch hier in der Umsatzsteuer schon schön sehen. Wir haben jetzt hier also eine Umsatzsteuer von 95 Euro und haben entsprechend auch für Dezember 2019 jetzt eine Zahllast von 95 Euro. Also hier kann ich dann auch sehr, sehr einfach schon sehen und mir so ein bisschen ein Bild darüber machen, wie viel Geld ich eigentlich am Ende für das Finanzamt zurücklegen muss. Und natürlich kann ich das Ganze jetzt exportieren. Also wenn ich das jetzt an mein Steuerbüro zum Beispiel schicken möchte oder auch direkt an das Finanzamt, dann kann ich hier meine Buchungsdaten und die Belegbilder auswählen, oder ich kann auch die Rechnungsdaten und die Belegbilder auswählen. Also das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich kann hier unter Einstellungen auch natürlich noch in Integration reingehen. Ich kann also Safdesk hier auch verbinden mit verschiedenen Sachen. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe, wie ich es auch habe, ja, der über WooCommerce läuft, dann kann ich hier zum Beispiel das Ganze einstellen bin und auch meinen WooCommerce-Shop entsprechend hier damit automatisch verbinden. Das heißt, ich kann hier auch alles automatisieren, was diesen Online-Shop angeht. Ich kann meinen Steuerberater hier einladen, der dann auch tatsächlich Einblick bekommt und hier auch mitarbeiten kann. Dann gibt es hier auch noch Sachen wie, wenn ich zum Beispiel auch verreise, einfach Reisekosten abrechnen. Ja, das kann ich hier dann auch noch mit dazu nehmen. Ich habe außerdem noch die Möglichkeit, mir hier Aufgaben zu erstellen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier viel mit dem Programm arbeite, dann kann ich hier meine Buchungen auf der einen Seite machen. Ich kann mir aber auf der anderen Seite hier auch zum Beispiel im Dashboard noch meine Aufgaben hier erstellen. Und damit ist das ganze Programm halt nicht nur eine Buchungssoftware, sondern auch so eine Software, ja, für den alltäglichen Bürobedarf eigentlich, mit der man sehr, sehr gut arbeiten kann, mit der man seine Finanzen im Überblick hat, aber auch seine täglichen Aufgaben kann man hier einstellen. Ja, und jetzt ist es natürlich die größte Frage noch. Du siehst es ja selber, ich habe jetzt hier im Moment eine Testphase. Ich habe den Account, wie gesagt, gerade neu angelegt hier für Testzwecke. Ich kann das Ganze natürlich dann auch aus der Testphase heraus gestalten hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier für 12 Monate das Ganze erstmal buchen möchte, dann kostet hier zum Beispiel die Buchhaltung 15 Euro im Monat. Kann aber auch auf der anderen Seite hier nur das Rechnungspaket nehmen. Das kostet nur 7,50 Euro im Monat. Da ist dann halt einfach ein bisschen weniger mit dabei. Da ist dann zum Beispiel kein Online-Banking mit dabei, ich kann keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, ich kann keine Einnahmenüberschussrechnung machen und die Belegerfassung und Erkennung ist da auch nicht mit dabei. Allerdings kann ich Rechnungen und Angebote schreiben, ich habe trotzdem noch eine Kundenverwaltung und ich kann das Ganze auch an den Steuerberater dann natürlich exportieren, also das alles funktioniert. Ich für meinen Teil habe mir das Buchhaltungspaket hier ausgewählt. Das kann ich also wirklich nur empfehlen. Von daher, du hast 14 Tage Testzeit, schaust dir einfach mal an. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr zufrieden mit der Software. Wie gesagt, das einzige Manko, was ich gefunden habe, ist tatsächlich, dass man jetzt hier
das Online-Banking noch nicht automatisieren kann, was ich ein bisschen schade finde. Sie haben aber gesagt, sie arbeiten da dran und ich bin gespannt. Wenn das dann irgendwann funktioniert, ist es für mich eigentlich eine sehr, sehr schöne Software. Es gibt natürlich noch viele andere Anbieter auf dem Markt und da könnt ihr euch ja einfach mal informieren. Ich bin bei Safdesk hängen geblieben und bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden damit. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Ich hoffe, ich konnte damit auch die Frage beantworten, wie man am besten Buchhaltung macht. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Anbieter. Guck einfach mal durch. Safdesk bietet dir die 14-tägige Testphase. Du kannst also kostenlos ausprobieren. Und den Link dazu habe ich dir auch unten nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, Bildbearbeiten und vielleicht auch bei deiner Firmengründung oder bei deiner Buchhaltung, was auch immer du als nächstes anstellen wirst. Viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder.